Willkommen bei Benjamin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Replace the Lamp. Master der beschissenen Ansagen, ey. Oh, Telefon. Yo, back! Hello, good afternoon. Sorry if I disturbed you. I have a serious problem at my grandmother's house. Suddenly, all the light bulbs seems to go out at the same time. Even though the electricity is fine. I don't know why. I'm confused why it can't broken together. But can you replace all the light bulbs in this house? I'll pay you. Okay, good job. Klar, also, alle Bulbs sind kaputt gegangen, alle Glühbirnen sind in deinem Haus kaputt gegangen. Wir sind von ihm angeheuert worden, dort jetzt hinzugehen und alle Glühbirnen zu wechseln. Klingt jetzt erstmal nach einem soften Job. Schreckliche Lampe. Was sind denn für... Was hat denn der hier für Glühbirnen? Oh, God, it's dark. I have to turn on my head torch. Ah, klar, man hat doch immer so eine Kopftaschenlampe bei. Natürlich. I have to put the box full of light bulbs on the table. Too heavy. Ja, die sind zu schwer, um sie halt die ganze Zeit zu tragen. Ist ja klar. So, unser Table damit. Los, hier. Das sag mal, was sind denn das für Lampen, Alter? Okay. Ah, it's time to get to work. Okay. Aha. Aha. Alter, für Lampen von dieser Größe und den hast du hier so ein Fumselpupenlicht, Alter. Ah, da läuft doch was falsch. So. Ist denn hier noch irgendwas? Ah. Das ist aber eine karge Küche, müsste ich mal meinen. Na gut, egal. Hier vorne ist eine Tür. Ich lasse auch wirklich mal die Eingangstür lieber offen. Aus Gründen. Erinnert mich auch so ein bisschen so an dieses Spiel, wo wir in Reinigungskraft waren. Wie hieß denn das nochmal, Benny? Glühbirne auswechseln. Ach, jetzt muss ich jedes Mal nach vorne und eine Glühbirne holen? Oh, pff. Alter. Der hat beim Jobcenter irgendwas falsch angekreuzt. Definitiv. Ja, vor allen Dingen auch so geil, dass sie halt schon so leuchten, ne? Ohne Anschluss. So. Beautiful. Nee, nicht Flashwater, sondern wo wir geputzt haben für den Penner in seiner Bude. Irgendwas mit Mob. Midnight Mob oder irgend sowas? Flashmob? Nee, nicht Flashmob. Mob. Irgendwas. Fuck! Moment, kann ich lehnen? Nein, ich kann nicht lehnen. Midnight Mob, glaube ich. Da, wo wir nach der Party aufgeräumt. Genau das Ding, Herr Junge. Genau das Ding. Midnight Mob. Ja, genau. Plop! Plop! Midnight Mob. Zieht's euch mal rein. Nach diesem tollen Video hier. Ah, der ist aki und... Nee, eine Schere. Doch, was ist denn das für ein Schlüssel, Alter? Nehme ich nie mit. Ich weigere mich, diesen Schlüssel mitzunehmen. Okay, wir haben den Office Key gefunden. Wow, that's a lot of computers. Well, I have to focus replacing the light in the room. Okay. Ist aber recht ausgedehnter Flur hier. Zimmer. Ist aber recht ausgedehnter Zimmer. Ui, hey. Oh, guck mal hier. Zockerpärchen. The lamp has been replaced. I'll look for another lamp that needs to replace. Yeah, okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Was ist denn das hier? Ist das hier was von Eis? Ach, das ist eine Fuse. Und der Warenhausschlüssel. Na klar, was denn bitte der Warenhausschlüssel? Was ist denn mit denen in Ordnung? Also, wie fette Glotze hier am Start. Aber auch das Sofa hier. So, oh, komm, lass mal Fernsehen gucken. 257, hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir unterhalten uns hier gerade über das Feng Shui dieses Raumes irgendwie. Und ich bin halt einfach grundsätzlich der Meinung, dass halt einfach ein Bildschirm, der hier hängt, nicht unbedingt hier auf dieser Couch zum Fernsehgucken einlädt. Ist Quatsch, finde ich. Ist Quatsch irgendwie. So, und hier einfach, um sich umzudrehen oder was. Na gut.
So, dann holt mal noch eine weitere Lampe. So, und irgendwann muss ja hier irgendwas Schlimmes noch passieren, glaube ich, irgendwie. Weil, wie gesagt, immer kann man hier schon so ein Gollum quell flitzt. Okay, alle klar, wir haben noch 6 Glühbirnen, die wir einsechseln müssen. Wir haben noch 6 Glühbirnen, die wir einsechseln müssen. Und die sind immer weiter weg. Versteht nicht mit dem Warehouse, ey. Was grenzt hier noch irgendwie eine... Und der Puls geht auf 300. Oh Gott. Oh, schön. Ich dachte, wir wären ein Vorleger hier. Ja, kann man auch einfach... Wer fließt sich den Boden so? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Ist das hier schon wieder eine Fuse? Ey, Leute, also... So sehen doch... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach. Wisst ihr, wir spielen auch noch so eine Luftpumpe irgendwie, da nicht mal irgendwie 3 Glühbirnen auf einmal tragen kann. Fürchterlich. Ah, confused what there is a fuse here. Ja, keine Ahnung. Lass mich raten. Nachher nehme ich auch noch die Sicherung raus. Bis jetzt habe ich hier noch keinen Sicherungskasten gefunden. Sind das diese riesen Tic-Tac? Ja, das sind... nur 2 Kalorien. Stimmt, so wie riesen Tic-Tacs, wie geil ist das denn? Tic-Tac the Game. Hä? Nochmal wird er jetzt hier nicht kommen, war wahrscheinlich? Aber der war fies, der war wirklich fies. Vor allem besteht diese Wohnung hier nur aus Flur? Warum nimmt er nicht 2 Lampen mit? Nimm noch 2 Tic-Tacs. Ist da vorne jetzt was? Ist da vorne was? Wie Stimme hochgeht. Ist da vorne was? Ist da vorne was? Nee, ist nur mein Karton mit Glühbirnen. Oder auch die größte Tic-Tac-Packung der Welt. So, 4 Stück noch. Also, können wir uns darauf einigen, dass die Wohnung echt beschissen geschnitten ist? Ist einfach nur aus Flur bestehend. Also klar, die Räume sind echt groß. Kann man die, also so ein Bad von der Größe ist schon geil. Ist schon geil, klar, über Fußboden können wir auch nochmal reden, aber ist schon geil. Wenn ich mir mein Bad angucke, ist so groß wie die schwarze Fliese. Ah, Stuckleisten müssen wir auch nochmal drüber reden. Okay, aber weiter. Klingt wie Ausgang. Was war? Ich hab's nicht gerafft. Irgendwas war, aber ich hab's nicht gerafft. Keine Ahnung. So, das war wahrscheinlich das Warenhaus. I feel goosebumps in this room. Ja, ich hab auch goosebumps. So, dann machen wir an. Ah, guck mal, hier werden die chemischen Abfälle hier gelagert. Wunderbar, hier hinten ist so der Sicherungskasten. Schön. Und hier werden wahrscheinlich auch die Sicherungen kommen. Ich mache ganz stark von auf. Was? Warum? Ach, 10 Punkte für das Design. Für das Level-Design. Ist einfach schön. Okay, gut. Ich habe jetzt noch 2 Lampen, habe aber keine weiteren Lampen zum Auswechseln mehr. Vielleicht gehen sogar noch welche kaputt. Würde ich mal vorsichtig behaupten, aber ansonsten müssten wir eigentlich jetzt alle Lampen gewechselt haben. Und jetzt macht's bestimmt gleich. Puff. Er läuft auch noch so dumpfig. Lalala, ich habe meinen Job gemacht. What was the sound? I think I have to check the Fußbox in the warehouse. I just go straight home. Ja, achso, ich könnte aber auch direkt nach Hause gehen. But my customer already paid more than I expected before I came. So maybe the fuse box has the problem and I fixed the fuse box. Maybe the payment won't be wasted on him. Ja. Auch jetzt haben wir die Wahl, einfach zu gehen.
lieber Chat. Also wir könnten gehen einfach. Aber ich denke, ihr geiert nach der Fusebox, oder? Kennt euch doch. Sitzen bestimmt alle da. Fusebox, Fusebox, Fusebox. Na gut. Dann gehen wir nochmal zur Fusebox. So, und ich könnte wetten. Ich kann nur eine Sicherung auf einmal tragen. 100%. Ja, schön, schön, schön. Hier hinten war eine. Nee, tschüss. Fuse, Fuse, Fuse. Okay, Feierabend. Mach die andere Schicht. Schön. Wäre auch schön. I confused, weil... Was, wieso, wieso, warum? Was ist denn los? Ah nein, soll ich jetzt erstmal nach der Box schauen? What is in the box? Mach die andere Schicht. Nee, jetzt will ich's wissen. Freunde. Also. Was für ein Quatsch. Irgendwie, ich weiß, dass die Sicherung kaputt ist irgendwie und ich muss erst die Sicherungskassen angucken oder was? Ach so. Vier Stück? Haben wir vier Stück schon gesehen? Hier ist nur wie drei. One Fuß found. Okay, nee, also er muss tatsächlich alle finden, irgendwie auf einmal. Das ist ja wenigstens etwas. Also das hätte mich jetzt auch wirklich ein bisschen irritiert, hätte er jetzt wirklich jeder einzelne tragen müssen. So, aber der Jumpscare lauert überall. Na, na. So, hier ist nochmal 2. Können wir mal irgendwo gucken. Können wir hier die Toilette benutzen? Nope. Was ist das hier? Ist das eine Wäschebox? Ja, ne? Who's in the box? Okay, weiter geht's. So, hier ist Nummer 3. Und Nummer 4. War jetzt bitte wo? Haben wir den 4 überhaupt gefunden? Hier war doch ja keiner drin, oder? Im Schlafzimmer? Oder war hier im Schlafzimmer auch einer? Nö. Niente. In der Küche war... in der Küche war einer, oder? Das ein bisschen billig ist es schon irgendwie, ne? Einfach so ein PNG, was wegbewegt wird. Schön. So, okay, nee, hier ist keine Sicherung. Ja, 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 keine Angst, du musst den Karton, den schweren Karton mit den Tic-Tacs nicht tragen. Okay, habt ihr noch irgendwo ihn gesehen, Chat? Ich wüsste jetzt nicht, wo ihr noch einer war. Schlafzimmer. Schrank kannst du nicht öffnen. Kommode kannst du nicht öffnen. So, hier. Zockerzimmer. So ein hässlicher Schrank, ey. Ist wirklich ein bisschen Billio, ja. Aber gut, ne? Letztendlich muss ja nicht immer mega geiler High-End-Grafiken sein, um eine coole Atmosphäre zu haben. Also zweimal hat es mich schon gekriegt. Also von daher, es macht seinen Job, das Game. Kann man nicht anders sagen. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo die letzte Sicherung ist. Vielleicht brauche ich auch plus 3. Kann ja sein. Obwohl, bei 4 Fassungen. Chancen stehen schlecht. Oder die liegt draußen im Flur. Ja, ich denke, die wird vielleicht draußen im Flur liegen. Also, wie man so hingucken möchte. Aha. Ja, also gut. Denn... Ja, ihr Lieben, was würdet ihr denn mit dem letzten Zimmer machen, mit dem Warehouse?
Ja, wenn das eure Wohnung wäre. Ja, hier habt ihr quasi halt ein Zockerzimmer, ein großes. Hier habt ihr das Schlafzimmer. Küche ist ja nur hoch. Äußerst respektabel mit Essbereich. Was würdet ihr mit dem letzten Raum machen? Vielleicht irgendwie. Weiß ich nicht. Also klar, wenn du halt Kinder hast, ein Kinderzimmer. Ne? Aha. Wo man sie auch hinpackt. In die Spüle. Klar. Foltergästezimmer. Hätte ich jetzt tatsächlich eher von Dave erwartet, die Antwort. Lieber Himmel. Ach, ja, das ist schon irgendwie fies, war Dave. Also immer einen Spruch gebracht hier und schon hat man, ist der Stempel drauf irgendwie. Für immer bist du Folter Dave. Torture Dave. Also, Folterzimmer, ja, also hat Potenzial dafür, definitiv. Wäschbarer Boden, kann man nicht meckern, gute Idee. Kleine Bibliothek mit Kamin, um anzugeben. Hat auch was. Hat auch was. Kann man so mit so einem Cognac-Schwenker sagen, komm, wir gehen mal ins Kaminzimmer, zum Kamingespräch. Das ist auch geil. Bin voll lieb. Fragt Mutti. Lass mich raten, Mutti kann nicht frei reden. So, okay. Oh, mit Animation. Schön. Und? Nu? What? Why doesn't the electricity turn on? Ja, das. I hear the footsteps. Arbeitsunfall. Schön. Ja. Ending 1 von 3. Wundervoll, wundervoll. You found the secret. Oh, guck mal, wir haben sogar das geheime Ende gefunden. Das ist ja toll. Das ist ja schau. Ja, Leute. Wollt ihr die anderen Enden ohne sehen? Chat? Ja, dass wir direkt wieder Feierabend. Ending. Genau, richtig. Gut, okay, ihr wollt's, ihr bekommt's. Dann taken wir nochmal einen Job hier. Können wir die spannende Cutscene am Anfang überspringen? Ja. So, jetzt würde ich sagen, ist wahrscheinlich das große Ziel. Jetzt sehen wir einfach, wa? Knallt die Sicherung, sind wir weg. So, tick-tack schnell abstellen hier und dann geht's aber los hier. Wie die Weltmeister. Zack und bumm und dann hier aber. Schön. Wunderbar. Und dann gleich weiter. Mann, warum hat mich das jetzt... Da habe ich jetzt gerade nicht mehr dran gedacht. Scheiße. So, schön. Haben wir alles? Ist mir egal. Ich verpiss mich. Feierabend, wie das duftet. Würzig und was und noch frisch. Ah, schön. Was hast du heute so gemacht? Ich habe Tic-Tacs getragen, ja? Ich trage die Melonen. Schön. So, und? Ist mir egal. Interessiert mich ein Scheiß. Wenn der Vati Urlaub Feierabend hat, hat er Feierabend. Knallhart nach Hause, ja. Aber ist genau wie mit der Rob. Genau, gleiche Prinzip. Hello, thanks for replacing all the light bulbs in this house. But why did you break the fuse box? It's like all the fuse were taken away. Did you do that? Und du meinst, ich hab die kaputt gemacht, oder was? I think I saw something in the hallway. No! Egal. Schön. Ende 2 von 3. You found us. Achso, sind alle Secret Endings. Ich verstehe. Okay, na dann. Lass uns die Ménage à trois voll machen. So, allerdings fragt mich jetzt, wie wir das dritte Ending irgendwie forcieren können. Jetzt einfach hier hin. So, ich hab meinen Job gemacht. Ah. Mal gucken, ob das geht.
Okay. Lampen abstellen und gehen. Genau. Das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen, aber it doesn't work. Hat leider nicht funktioniert. Na gut, okay. Vielleicht können wir noch irgendwas... Also die roten Fässer waren mir tatsächlich immer noch so ein bisschen so ein Rätsel. Kann man damit irgendwas machen? Dass man einfach sagt, lay on the bed? Ja, da ich ja so ein Arbeitstier bin, leg mich da erstmal hin, weil war ja anstrengend bis jetzt. Okay. Oh. Oh. Falls ein bisschen. Hab mich wieder gekriegt. War wohl Ende 3, würde ich sagen. You died, but not in a dream. Das war auch scheiße, ey. Ach ja, aber ein bisschen charmant war es schon. Nee, aber war nicht das Ende. Was, warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt nicht. Wenn wir nirgendwo eine Lampe drin machen? Also mal so total stumpf. Wir holen uns jetzt einfach die Schlüssel? Dann sagt er ja trotzdem, müssen wir die Glühbirnen wechseln. Okay, kann man dann sonst noch irgendwas machen? Kann man sich einen Rechner setzen? Kann ich ein bisschen zocken? Nee. Okay. Ja, probieren wir mal erstmal kurz alle Zimmer aufzumachen, irgendwie ohne eine Lampe zu wechseln. Wie so eine Einschienbahn. Erinnert mich tatsächlich an diese legendäre Szene bei Simpsons, irgendwie, wo Homer Monorail-Fahrer wurde. Und dann haben sie irgendwie die Bremse in den Arsch gemacht. Und dann hat das Ding nur noch beschleunigt. Und dann hast du irgendwie an der Haltestelle hast du dann irgendwie zwei so eine Leute stehen sehen, wie schnell fährt er eigentlich? Es wird nur noch an dem Schrei des Mannes gemessen, der ihn fährt. Und dann hörst du ja, den Zug so. So großartig. Das ist halt Situationskomik, aber ich fand ihn witzig. So, okay, gut. Ja, jetzt waren wir überall drin. Ja. Tja, ob wir jetzt einfach gehen? Oder vielleicht bloß eine Lampe machen und uns verkrümeln? Ich wäre für Vorschläge offen. Wir können jetzt erstmal probieren zu gehen. Wir können jetzt rennen. Wir sind jetzt... Ah, viel Goosebumps in this room. Stay focused and change the light in this room. Okay, vielleicht... Vielleicht sollen wir auch bloß das Licht in dem Raum ändern. Also wechseln und dann gehen. Wenn er das schon extra da unten so hinschreibt. Oder was hält er da von der Theorie? Wie gesagt, ansonsten habe ich jetzt keine Ahnung. Also wenn wir jetzt halt wirklich nur irgendwie auserwählte Räume, dann wäre das eine ganz schön lange Ausprobiererei irgendwie. So, okay, dann machen wir das nur hier. So. Okay, hier kannst du auch nichts weiter machen, wa? Hier einfach umstoßen und anzünden oder irgendwas. Warum stellt er denn... Warum stellt er zwei rote Fässer hier in dieses Spiel? Also er ist da damit auch nicht umgezogen. Ja, nee, da die beiden Petroleumfässer nehmen sie mit. Das ist, meine Lieblingsfässer. I look for another lamp to replace. So, weil das kann. Ja, weil das kann, absolut. Blöde Penne, weil das kann. Ja, das wart nicht. Das wart nicht. Oder? Doch, wart. Das wart. Okay.
Hello. The block Thanks is for not done, leaving but a you're already box for scared. a new Okay. light bulbs in my living rooms. But why don't you do your work? Are you coward? There's nothing here. No monster. No ghost. I'm so tired. I also bite you before you came. Damn you. Drei von drei Endings. Wunderbar. Wir haben alles. Hey, Player. Oh. Eine private Message noch. Congratulations, you have success completed. Replace the lamp game. Thank you very much for being interested in playing the game until you get all the remaining endings. Und Bonusende haben wir. These games inspired from the late night mob game by Elixion Games. Now, there are also many things that might be similar from the late night mob game. Thank you, Elixion Game, for making a horror game und so weiter. A little spoiler for the next game is about coffee. Make sure you follow Yep Game Dev for next game. Thanks. Goodbye. Ja, ihr Lieben, das war Replace the Lamp. Wenn ihr Lust habt, Daumen nach nördliche Richtung bitte ausrichten. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann zum nächsten Lampenwechsel wieder. Bis dann.